Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Matti Bunzel. Ich bin hier Direktor am Wien Museum und einer der Organisatoren des Vienna Humanities Festival. Und wir sind hier unglaublicherweise am Ende eines 10-stündigen Marathons, von dem ich sehr glücklich bin, dass wir ihn versucht haben und auch, glaube ich, beenden werden. Also so, jetzt habe ich schon die Zuversicht. Die Idee war, die 100 Jahre Republiksgeschichte, die ja allerortens begangen wird dieses Jahr, neu zu denken und neu zu präsentieren, und zwar durch die Aufteilung der 100 Jahre in 10 Dekaden und jede dieser Dekade mit jeweils zwei Historikerinnen zu diskutieren. Und mir ist klar, dass wir hier einen Bruch machen, weil eigentlich bist du Politikwissenschaftlerin. Well, nobody is perfect. Ich begrüße für das letzte Panel 2008 bis 2018 mit der großen Herausforderung, wie man über die absolute Gegenwart historisch denkt, aber das wird eines unserer Themen sein, zwei ganz tolle Kollegen, also wie gesagt die Fast-Historikerin Nina Horacek, die Sie sicher kennen, weil sie eine wunderbare Journalistin ist. Wirklich, was du machst für dieses Land, das ist wirklich großartig. Du schreibst für den Falter und du bist für mich auch die profundeste Kennerin des sogenannten dritten Lagers hier in Österreich und schreibst nicht nur regelmäßig natürlich Artikel, aber auch immer wieder Bücher, aber auch nicht nur über das dritte Lager. Dein letztes großes Buch, zusammen mit der Barbara Todt, die vorher hier gesessen ist, auch vom Falter, ist Sebastian Kurz, Österreichs neues Wunderkind. Fragezeichen. Diesmal habe ich es versucht, als Fragezeichen darzustellen. Letztes Mal habe ich es viel, viel affirmativer gesagt. Okay. Und zu deiner Rechten, der Dirk Rupnow, Professor für Zeitgeschichte und Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät an der Universität Innsbruck. Beim Dirk gibt es viele, viele Bücher, wie auch bei der Nina, über die man sagen will. Ich tue ja nur immer ein Buch mir herauswählen, und ich habe mir ausgesucht Vernichten und Erinnern, Spuren nationalsozialistischer Gedächtnispolitik. Ein Thema, über das wir jetzt schon in anderen Panels geredet haben, das natürlich extrem wichtig ist, weil einerseits Geschichte ein Thema ist, aber auch die Art, wie wir über Geschichte nachdenken, und das ist in eurer Praxis als Analytiker für beide von euch ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja auch ein Format, das wir jetzt zum letzten Mal durchziehen. Es gibt eine großartige Sammlung, wie Sie wissen, die Sammlung der Stadt Wien, unsere aller Sammlung, sie gehört ja uns allen, die wir hier verwalten dürfen im Wien-Museum. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, für jedes unserer Jahrzehnte ein exemplarisches Objekt aus der Sammlung zu benennen. Das habe ich zusammen gemacht mit Gerhard Milchram, unserem Kurator. Und wir beginnen ja jedes Panel, also auch das letzte, mit dem zeremoniellen Enthüllung des Objekts. Und hier ist es ein sehr, sehr großes. Sehr, sehr spektakulär. Schaffen wir das, Denise? Okay, wir werden es sehen. Und wir werden dann damit beginnen, dass einer von euch beiden uns einfach sagt, was das ist. Und dann werden wir in die Diskussion gehen. Also 1, 2, 3. Okay, wer will uns sagen, was das ist? Naja, dir habe ich es ja schon gesagt. Also ich habe es vorhin mir schon angeschaut. Wir wussten es ja auch. Für uns ist keine Überraschung. Aber es ist ein Kleid von Conchita Wurst. Es ist, wie alle aber gleichzeitig sehen und erkennen können, nicht das ESC-Kleid. Das ist nicht bei euch im Bestand, glaube ich. Das gehört dem ORF. Aha, das gehört dem ORF. Das wollte er nicht rausgeben. Es ist ein anderes Kleid, über das wir jetzt, glaube ich, nicht so viel wissen, wann es verwendet wurde und so weiter. Es ist, glaube ich, aus dem gleichen Jahr, aber 2014, also aus dem Gewinnerjahr. Und ja, also wenn wir jetzt darüber reden, warum du letztlich mit dem Gerhard Milchram dieses Kleid ausgewählt hast oder was wir daraus lesen aus diesem Kleid. Also für mich, ich habe lange darüber nachgedacht, du hast uns ja tatsächlich mit diesen Objekten vorab konfrontiert, und ich glaube, für mich steht es für die
gewissermaßen eine wachsende Diversität der österreichischen Gesellschaft und dass diese Diversität in einem bestimmten Maße auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Dieser Sieg von Conchita ist doch irgendwie ganz signifikant gewesen, glaube ich, und ist ja auch entsprechend bejubelt worden. Und gleichzeitig, glaube ich, führt es uns aber auch ein bisschen auf die Fährte, die wir ja auch aufnehmen müssen hier in diesen letzten 10 Jahren, dass alle diese Dinge, die angekommen zu sein scheinen und etabliert zu sein scheinen, auch ganz stark wieder in Frage gestellt sind und dass gewissermaßen nichts irreversibel ist in der Geschichte. Also insofern denke ich, müsste man vielleicht dieses Kleid ergänzen durch Auszüge aus den Gutachten, die in Asylverfahren so ein Asylbescheid, ihr habt es im Falter veröffentlicht, genau, du hast das gemacht. Also man müsste das gewissermaßen durch so einen Asylbescheid ergänzen und konterkarieren, der zeigt, was doch noch für Diskurse herum sind oder vielleicht auch wieder retour sind. Oder man könnte es natürlich auch ergänzen durch die derzeitigen Versuche der österreichischen Bundesregierung, das Verfassungsgerichtshofurteil auf Ehe für alle und gleichzeitig dann auch vielleicht Partnerschaft für alle doch wieder irgendwie auszuhebeln oder rückgängig zu machen oder nicht in vollem Umfang zu realisieren. Also ich glaube, es zeigt uns, dass die gegenwärtige österreichische Gesellschaft, und das ist in den letzten Dekaden ja schon immer wieder angeklungen, eben sehr viel diverser geworden ist und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, da können wir ja auch vielleicht noch genauer drüber reden, und dass das eben auch zum Alltag gehört, ganz stark, und dass es aber auch wieder vielleicht ganz stark in Frage gestellt ist oder auch nicht akzeptiert ist. Jetzt ist genau das waren auch die Überlegungen von Gerd und von mir. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, welche von den Romanen von Charles Dickens so beginnt, aber einer beginnt, it was the best of times, it was the worst of times. Und das ist irgendwie so die Frage, die ich mir stelle. Aber Nina, weil der Dirk sie jetzt angesprochen hat, du hast natürlich gerade, aber das war ja einer deiner, du hast so viele wichtige Stories jetzt gehabt. Nein, ich meine, so ist es einfach. Kannst du uns sagen, was diese Asylbescheidssache ist, wirklich haarsträubend, und du hast so recht, wie unglaublich passend, in konterkarierender Weise, das zu diesem Hype passt, der Conchita Wurst ja umgeben hat, wo plötzlich die Conchita Nationale war für einige Zeit. Sag jetzt was über das Asyl? Bitte, okay. Naja, für dieser eine Fall, einfach weil also das angesprochen hat. Es gibt ja einige derartige Fälle. Der, den wir im Falter haben, war eben jener Fall eines Asylwerbers aus Afghanistan, der im Asylverfahren, was schon mal sehr schwer ist, offen darüber geredet hat, dass er homosexuell ist und dass er deswegen verfolgt wird in seinem Heimatland und deswegen auch nicht zurück kann. Und also das ist einfach nichts Leichtes, was man leicht erzählt. Das ist, also wenn Sie sich vorstellen, die Situation ist, Sie sitzen in einem Land, in dessen Sprache Sie nicht verstehen, mit einem Asylbeamten und einem Dolmetscher, der aus ihrem Kulturkreis kommt, der oft auch sehr stark in die Community hier involviert ist. Das heißt, ist auch nicht die Situation, wo man sagt, da rede ich jetzt gerne über mein Sexualleben und hoffe, niemand erfährt das. Der hat das aber trotzdem gemacht, hat die Wahrheit gesagt, eben was man beim Asylverfahren machen muss, eben wahrheitsgemäß sagen, warum man Asyl braucht. Und im Bescheid stand dann, er kann nicht homosexuell sein, weil er geht nicht wie ein Homosexueller, er bewegt sich nicht wie ein Homosexueller und deswegen ist er keiner. Und so war der Bescheid in erster Instanz negativ. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie gehen wir damit um, analytisch, dass wir in der Welt, in der wir leben, auch in der Medienwelt, in der wir leben, diese unglaublichen Gegensätze ständig haben. Wie gehst du damit um, auch als Analytikerin? Du beschäftigst dich sehr mit dem dritten Lager oder wie immer wir es nennen wollen, und du findest da viele Dinge. Ich glaube, du hast auch die Liederbücher gefunden. Fliegt mir alles irgendwie zu, alles Grausliche kommt zu mir. Ähm,
Ich meine, natürlich bin ich neugierig, wie diese Scoops sind, also ich meine, auch behind the scenes, aber diese Phrase, it was the best of times, it was the worst of times, wie schätzt du das ein? Ich meine, du vielleicht mehr als jeder unter Florian, also ihr im Fall, da seid mehr am Puls der dunklen Seite dieser Welt, als, glaube ich, jede andere Journalistin in Österreich. Aber seht ihr die Welt und die österreichische Gesellschaft, die Wiener Gesellschaft in sehr, sehr, sehr negativen Kategorien oder ist das sozusagen einfach euer Job, dass ihr diese Seite beleuchtet? Ja, ich meine, das ist ja nur eine Seite der Welt. So ist es ja auch nicht. Und ich würde vielleicht gar nicht Gegensätze, sondern eher Kämpfe. Also wenn wer mehr Freiheit bekommt, wird es für den anderen schwieriger. Also man kriegt auf der Welt nichts geschenkt. Wenn Menschen sagen, die Möglichkeit kriegen, oder sich nicht kriegen, sondern kämpfen eigentlich, auch wie Conchita, so zu leben, wie sie, er, Sternchen leben will, dann führt das auf der anderen Seite natürlich auch zu einer gewissen Verunsicherung. Das heißt, wenn Menschen sich das Recht herausnehmen, ihre eigene Identität zu definieren, dann macht das aber für andere Menschen es schwieriger, in klaren Identitäten sich festzuhalten, sozusagen. Also jetzt kann man sagen, okay, ich habe jetzt Populismus für Anfänger das Buch mitgenommen, weil ich finde, dass das auch recht gut zu diesem Jahrzehnt passt. Und da schreiben Walter Oetsch und ich auch, dass diese extreme Rechte, die jetzt im Aufwind ist, dem Menschen ein Bild gibt. Also die Frage ist, warum kam dieser Zulauf? Und wir argumentieren unter anderem damit, die haben Zukunftsbilder, die wir nicht teilen, die auch nicht so sind, wie sie versprochen werden, aber es sind Bilder. Und es ist ein Bild eines geordneten Lebens sozusagen. Also es ist ein bisschen eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die ja gar nicht gut war für sehr viele Menschen. Also wenn man zurückschaut in die 1950er Jahre, ich möchte als Frau nicht in dieser Zeit leben, wo der Mann entscheiden durfte, ob ich arbeiten gehe, wo Vergewaltigung in der Ehe kein Strafbestand war, wo man, wenn man als Mann einen Mann geliebt hat, damit rechnen musste, ins Gefängnis zu kommen, wo es keine Emanzipation gegeben hat. Aber es gab vor allem Männer, für die war es damals wahrscheinlich einfacher, weil sie sozusagen ihre Identität und ihre Macht nicht in Frage gestellt wurde. Und ich glaube, genau darum geht es. Also wenn man sozusagen eine selbstbestimmte, freie Gesellschaft haben will, dann müssen auch gewisse Gruppen ihre Rechte, die sich bis dahin rausgenommen haben, abgeben. Und das macht keiner freiwillig. Und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Also alles, was du jetzt gesagt hast, also mein zweites Standbein ist ja die USA und wir denken ja genau darüber nach, ähnliche Fragen, wie ist Trump möglich, wie ist die FPÖ möglich und so weiter. Ich glaube, diese Analyse könnte man Wort für Wort auch dort anwenden. Dirk, wolltest du was sagen? Naja, vielleicht nochmal in systematischer Absicht. Es ist ja möglicherweise kein Zufall, dass eben bei der letzten Dekade hier eben nur ein Historiker sitzt oder mit dir zwei vielleicht und eine Journalistin, die vom Background her Politikwissenschaftlerin ist, weil wir ja wirklich hier an die Grenze kommen. Ne? Also in jeder Hinsicht. Also unser Panel hier geht bis heute gewissermaßen und eigentlich wissen wir ja gar nicht, was in der nächsten Stunde noch alles passiert. Eigentlich wissen wir das immer, aber ganz stark. Stark habe ich das gelernt, auch weil du über Trump geredet hast. Ich war ja letztes Jahr, wie du weißt, in den USA, als Trump angelobt wurde und in der Zeit drumherum. Und da musste man ja wirklich immer schauen, dass man nichts versäumt, weil man nicht wusste, was in der nächsten halben Stunde für eine absurde Pressekonferenz gehalten wird und was wieder passiert. Und dementsprechend gebannt waren ja auch immer alle vor den Computern, um die News zu lesen oder Fernseher oder so. Also das heißt, wir sind ja wirklich hier an der Grenze dessen, was HistorikerInnen können. Zeithistorikerinnen behaupten halt immer, dass wir bis auch zur Gegenwartsgeschichte gehen, aber natürlich wird es dann ein bisschen shaky, ne? Also es wird kompliziert. Ich glaube nicht zuletzt auch die Ereignisse der letzten Zeit oder der letzten wenigen Jahre haben uns natürlich vor Augen geführt, dass Vorhersagbarkeit ganz schwierig ist. Ich meine, es ist eh klar, dass das nicht gibt und Historiker sind eben noch nie Propheten gewesen, aber
Aber ich glaube, in der letzten Zeit ist eben auch wieder sehr klar geworden, dass Dinge reversibel sein können, die lange für irreversibel gehalten worden sind und in Frage gestellt werden können, die von denen alle dachten, dass sie außer Streit gestellt sind. Und das macht es eben, glaube ich, jetzt sehr kompliziert, über diese Phase zu reden, wenn man mit Historikern und unter einem gewissermaßen historischen Vorbehalt drüber reden möchte. Und doch geht es. Und doch geht es natürlich. Es gibt verschiedene Strategien dafür. Eine Strategie, und da möchte ich euch jetzt einladen, mit mir da mitzumachen, ist Dinge, die vollkommen gegenwärtig sind, versuchen zu vergleichen mit vielleicht ähnlichen Manifestationen in früherer Zeit. Und da habe ich ein ganz, ganz konkretes Thema, weil wir jetzt eine Regierung haben, hier in Österreich, 100 Jahre Republiksgeschichte, mit der FPÖ in der Regierung. Nicht das erste Mal. Die FPÖ ist zum dritten Mal in der Regierung. Nur zur Erinnerung, die anderen beiden Momente 1983 bis 86 in einer Koalition mit der SPÖ unter Fritz Hinowatz, Norbert Steger, Vizekanzler, dann gestürzt von Haider, und 2000 bis 2006 mit der ÖVP unter Wolfgang Schüssel, Vizekanzlerin Susanne Riss-Passau. Und jetzt haben wir, muss ich nicht erklären, was wir jetzt haben. In Amerika ist so eine klassische Frage: Similarities and differences. Das ist eine historische Frage. Was denkst du? Fragst du mich als Ersten? Ich meine, weil ist die FPÖ jetzt anders? Sind die Agendas anders? Was ist das Ziel? Wie können wir darüber nachdenken? Weil natürlich das Spannende über die Gegenwart in einem historischen Kontext, wir haben jetzt 10 Stunden lang über die Republiksgeschichte geredet, wir haben sehr viel geredet über die traditionellen 2 großen Lager, wir haben über das dritte Lager geredet, wie es illegal ist, dann die VDU wird. Die Frage des dritten Lagers an der Macht ist eine fundamentale Frage in der Zweiten Republik. Und wir sehen das jetzt zum dritten Mal und die Frage ist einfach, wie hat sich das verändert? Gut, 83, 86, das war ja der Versuch von Norbert Steger, sozusagen da eine liberale Partei aus der FPÖ zu machen in Richtung FDP, kolossal gescheitert. Damals war ja die FPÖ auch in den Umfragen kurz davor, überhaupt rauszufliegen aus dem Parlament. Dann kam Haider der Retter und hat diesen stramm nationalistischen Kurs eingeschlagen. Sehe ich jetzt wenig Vergleichbares, also das, was noch an liberalen Punkten vielleicht da war, als Strache die Partei übernommen hat 2005, das gibt es alles eigentlich nicht mehr. Also ich tue mir sehr schwer, noch liberale Elemente in der FPÖ zu finden. Vergleich 2000 und 2017, als sie angetreten sind. 2000 gab es ja dieses Bild des Drachentöters, Wolfgang Schüssel, sozusagen, er domestiziert die rechtsextremen Wilden. Da war es am Anfang auch so, dass die FPÖ ein bisschen versucht hat, staatsmännischer, zumindest im Auftritt zu sein. Also es sind damals eigentlich so Leute wie Godenus, Strache, Graf eher in den Hintergrund, also die waren immer noch da in der Partei, die waren ein wichtiger Teil, also diese ganzen Burschenschaft, der deutschnationale Flügel war natürlich da, denn von dem hat sich der Haider nie getrennt, aber er hat sich sozusagen nach hinten gestellt und hat nach vorne eben Riss-Passau, Grasser, Scheibner, Westenthaler, die zwar auch rechts waren, die zwar auch das Anti-Ausländer-Volksbegehren 93 mitgetragen haben, also führend, aber die sagen jetzt nicht am Nationalsozialismus angeeckt sind. Wohin das geführt hat, haben wir gesehen. Es gab dann Knittelfeld, es gab die Spaltung in der Partei. Kannst du uns erinnern, wodurch wurde die eigentlich dann ausgelöst? Also, dass es explodiert ist, ist eines, aber was ist deine Interpretation? Das waren verschiedene Sachen, die damals zusammengekommen sind. Das war zum einen, dass in der FPÖ Basis dieses Gefühl war, auch durchaus zu Recht, die Spitze würde sich quasi von den Inhalten entfernen und würde sozusagen der ÖVP zu viel Gestaltungsspielraum geben. Das hat man zum Beispiel im ORF gesehen, wo einfach die ÖVP ihre Reform durchgezogen hat. Und das war aber auch in verschiedenen anderen Bereichen. Und dann war das der große Punkt der Steuerreform, der ein großes Versprechen war. Und dann kam 2002 dieses Hochwasser, dieses große, und dann hieß es eben von der
ÖVP, nein, wir können keine Steuerreform machen. Dann kam dazu dieser Eurofighter-Kauf und alles das hat dann eigentlich dazu geführt, dann natürlich das psychologische Element Jörg Haider, wo, also wenn ich mich noch erinnern kann, bin schon da, bin wieder weg, wo keiner wusste, übernimmt jetzt die Partei wieder. Alle haben gerufen, der Haider soll wiederkommen, aber er hat sich mir nie getraut, dann doch die Verantwortung zu übernehmen und das ist dann quasi explodiert in Knittelfeld. Dann gab es diese Rücktritte von Rispasser, Grasser, Westenthaler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Scheibner ist nur ganz kurz zurückgetreten und dann doch nicht. Dann gab es die Wahl 2002, wo die FPÖ 2/3, glaube ich, ihrer Wählerinnen und Wähler verloren hat. Und dann gab es die kurze Phase Verhandlungen ÖVP-Grüne, wo es interessant wäre, was wäre aus dem Land geworden, wenn das doch was geworden wäre. Ist nichts geworden und dann gab es noch einmal von 2003 bis 2006 diese, man kann schon sagen, ÖVP-Alleinregierung mit einem blau-orangen Anhängsel. Die Vizekanzler waren damals, wenn ich es richtig hinkriege, ganz kurz Reichhold, wenn das überhaupt war, dann Herbert Haupt, Gorbach. Ob die Haubner jetzt Vizekanzlerin war, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja, und dann kam das Jahr 2006 und dann kam Gusenbauer. Der Unterschied, um jetzt zu sagen, auf die Jetztzeit zu kommen, ist, damals gab es zumindest in konservativen Kreisen durchaus die Hoffnung, sozusagen da eine gemäßigte Rechtspartei aus der FPÖ zu machen und sie in der Regierung quasi zu domestizieren. Heute würde ich sagen, geht es in die andere Richtung. Heute ist die ÖVP schon im Wahlkampf, aber auch in dieser Regierung eher Richtung FPÖ gerutscht. Also es hat sich das Land sagen noch mal mehr nach rechts verschoben. Und das, finde ich, merkt man sehr stark. Das ist ja etwas, was ich im Anschluss an dich fragen, weil du bist ja wirklich auch ein Historiker des Nationalsozialismus, des Dritten Lagers. Wenn wir die Geschichte des Dritten Lagers also noch weiter verfolgen, vielleicht ins 19. Jahrhundert zurück, was erleben wir den ultimativen Triumph des Dritten Lagers gerade? Naja, ob was Ultimatives im Moment, das wissen wir ja eben nicht. Ne? Also ich denke, das ist genau das Problem hier. Ne? Also wir wissen ja nicht, wie die Geschichte weitergeht und das ist ja auch gut so. Tatsächlich hätte ich jetzt aber deinen Vergleich ein bisschen gesprengt und nach hinten aufgemacht. Übrigens, was wir vielleicht nicht vergessen sollten, 2008, Jörg Haider hat seinen Unfall 2008 und stirbt. Das ist auch immer interessant, um hier in unserer Dekadenlogik zu bleiben, was in diesen Jahren beginnt oder jeweils endet. Also 2008 ist ja in unterschiedlicher Hinsicht. Und die Wirtschaftskrise. Genau, die Bankenkrise, aber auch Barack Obama wird zum Präsidenten gewählt, im nächsten Jahr dann angelobt. Auch damit schließt sich ja gewissermaßen dann mit Trump wieder ein Kreis, kann man vielleicht auch noch mal drüber reden, aber also wie du richtig gesagt hast, also da du dir hier einen NS-Historiker eingehandelt hast für das aktuellste Panel, ich meine, wir haben das zusammen ausgemacht. Ich glaube, du wolltest. Ja, ich wollte irgendwie. Ich dachte, da fühle ich mich jetzt zu Hause in diesem Jahrzehnt. Und damit ist ja vielleicht schon viel gesagt. Also es gehen ja eben ganz andere Vergleichshorizonte auch auf. Ich meine, du kannst das eben mit den anderen Regierungsbeteiligungen der FPÖ vergleichen. Ich glaube auch, dass das eben ganz große Unterschiede gibt und über die Beteiligung der Burschenschaften heute eben sehr viel stärker als bei der letzten schwarz-blauen Regierung, haben wir ja auch schon jetzt in den vorherigen Panels geredet. Ich denke, das ist ja alles völlig korrekt, aber es stehen ja ganz andere historische Bezüge im Raum. Nicht nur deshalb, weil die Situation in Österreich so ist, wie sie ist, sondern weil sie sich eben auch weltweit ja verändert hat und Rechtspopulisten hier und dort auf dem Vormarsch sind, die überall ein bisschen anders, glaube ich, funktionieren, die man nicht alle über einen Kamm scheren kann, die alle so eigene nationale Logiken haben, die ja dann auch alle ihre eigene Begrifflichkeit haben. Also das ist dann Trumpismus und Orbanismus und so weiter. Haider, das gewissermaßen das Urbild davon ist, sehr früh in Österreich, in der Mitte der 80er eben, wie wir vorhin auch schon diskutiert haben, wäre auch vielleicht noch eine offene Frage. Aber vor dem Hintergrund dessen, was weltweit passiert,
stellen sich ja, glaube ich, auch ganz viele, nicht nur Kolleginnen, sondern Menschen in der Welt die Frage, oh, sind wir wieder in den 30er Jahren angekommen oder so. Also ich glaube, das ist ja so ein historischer Vergleichshorizont, der ein bisschen aufgeht. Ich habe das auch gerade, ich war gerade witzigerweise vor 2 Wochen in Berlin auf Exkursion mit Innsbrucker Studierenden und wir haben uns natürlich vor allem so die Berliner, also die Geschichtspolitik und Erinnerungskultur der Berliner Republik gekümmert, in der natürlich, wie wir alle wissen, Nationalsozialismus einen hervorragenden Stellenwert einnimmt. Und so in den Gesprächen mit den Kolleginnen dort an den diversen Gedenkstätten ist eigentlich immer klar geworden, also in der letzten Zeit gibt es ein verstärktes Interesse zum einen für Spätphase der Weimarer Republik, also wie geht eine Demokratie zu Ende? Das haben wir das letzte Mal in der Geschichte großflächig in den 70er Jahren durchdiskutiert in der deutschen Geschichtswissenschaft, dann ist das in den Hintergrund getreten, dann ist in den letzten Jahrzehnten der Holocaust natürlich, also die nationalsozialistische Vernichtungspolitik in Europa ganz stark in den Vordergrund getreten. Und jetzt geht es, glaube ich, wieder ein bisschen vom Interesse zurück auf diese Zeit vor dem Holocaust, also eben Ende von wie enden Demokratien. Es gibt ja, ihr habt ja auch noch andere Programmpunkte hier im Humanities Festival gehabt, die darauf Bezug nehmen. Ganz viele Buchtitel auch auf dem amerikanischen Markt gibt es, die sich diese Frage stellen. Ne? Enden sie still und leise oder mit einem großen Knall? Und wie beginnen Diktaturen, wie werden Ausschlüsse aus der Gesellschaft hergestellt, argumentiert und so weiter? Und ich glaube, die ganz große Frage, die ja im Raum steht, ist eben, aha, sind wir wieder in den 30ern angekommen oder Ende 20er, Anfang 30er? Oder ist dieser Vergleich völlig maßlos, übertrieben, unzutreffend? Und zu welcher Antwort tendierst du? Ja, also eben, ich glaube, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Also was man einmal klarstellen muss, also alle, die Historikerinnen hier im Raum sind, wissen das, wenn Historikerinnen vergleichen, dann setzen sie eben nicht gleich. Das ist so ein gängiges Missverständnis, nur weil wir sagen, naja, es ist irgendwie, es gibt viele Anklänge an die 30er Jahre, heißt das auch nicht, es ist genau so. Natürlich ist es nicht genau so, Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins. Tim Snyder hat, glaube ich, in seiner Lecture auch was Ähnliches gesagt. Ganz vieles ist ähnlich, ganz vieles ist total anders, natürlich. Ja, das muss man immer im Blick behalten. Der Vergleichsvorbehalt bei dem ganzen NS-Holocaust-Komplex ist natürlich besonders groß, weil jeder Vergleich immer ausschaut wie eine oder oft verstanden wird wie eine Minderung des historischen Geschehens. Das ist natürlich das Heikle bei diesen NS-Vergleichen. Also ich glaube, man kann das gewissermaßen so stehen lassen. Es passieren Dinge in unserer Gesellschaft eben, es gibt illiberalere Tendenzen wieder und die können einen natürlich an die 30er Jahre erinnern. Und wenn wir uns gewissermaßen als Historikerinnen auf die Fahnen geschrieben haben, dass aus der Geschichte irgendwas zu lernen ist, könnte man auch jetzt nochmal gesondert diskutieren. Ja, ich glaube, es ist auch nichts eins zu eins aus der Geschichte zu lernen, aber trotzdem, sonst würden wir behaupten, es wäre völlig sinnlos, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Ja, also natürlich gibt es eben Parallelen und Ähnlichkeiten, die man sich anschauen kann. Und ich glaube, die deuten auch darauf hin, dass es eben immer gut ist, wachsam zu sein und eben in den letzten Jahren verstärkt. Und ich glaube, genau diese Dinge, also wenn wir uns dann mit der NS-Zeit beschäftigen und darüber nachdenken, wie ist das gewesen für Menschen in dieser Gesellschaft oder zum Beispiel auch für Juden in der Gesellschaft, wenn man überlegt, wann ist der richtige Moment zu gehen, wo weiß man, wo der Point of No Return erreicht ist in der politischen Entwicklung, wo man raus muss oder weg muss. Ich glaube, das, also zumindest ist das ein bisschen mein Gefühl, sowas kann man ganz gut nachvollziehen, wie schwer das in Wirklichkeit einzuschätzen ist. Ja, man kann sich immer sagen, naja, natürlich ist es nicht so schlimm. Ja, und wo oder woran, wann merkt man dann, naja, jetzt ist vielleicht doch Zeit. Ja, also ich glaube, so ein bisschen so ein Verständnis für diese Zeit kann man schon ganz gut bekommen. Ja, das ist eine profunde Reflexion. Du hast ganz recht, der Tim Snyder hat ein Bild verwendet, das ich sehr eindringlich fand. Also er tendiert eher zu einer Antwort, es ist nicht so wie die drei. Also er hat sich zumindest hat sich konzentriert und er hat eine Phrase gehabt. Der Unterschied
Das stimmt nicht, nicht stimmt ganz. Aber der Unterschied, in den 30er Jahren ging es den Faschisten darum, den Faschismus in die Straßen zu bringen. Und er hat vom jetzigen, was immer das jetzt ist, aber er hat die Phrase verwendet, Couch-Faschismus. Mhm. Dass man sich vom Fernseher oder eher vom Internet auskotzt. Was auch politische Konsequenzen hat. Aber ich meine, wie siehst du das? Mich würde interessieren, also für jemand, der, also du bist ja wirklich, du bist sozusagen in der mitten im tagtäglichen journalistischen, du hast Scoops und so weiter, aber ist für dich sind die großen historischen Fragen eine Kategorie? Denkst du darüber nach, also auch als Journalistin, ob wir hier ein Replay der 30er Jahre haben? Also wenn ich meinen Artikel schreibe, ist das jetzt nicht die größte Frage, die mich im Kopf bewegt, aber natürlich sagen als Bürgerin dieses Landes oder auch irgendwie, wenn es um Reflektieren geht, natürlich, also was ich einfach merke ist, mich erschreckt jetzt nicht so sehr, was diese Regierung und gerade die FPÖ in der Regierung tut, weil ich kenne ihr Programm und man muss bei aller Kritik der FPÖ eines zugute halten, zumindest was die Themen Ausländer, Migration, Flüchtlinge betrifft. Die sind sehr ehrlich. Sie sind es nicht, was jetzt das Thema Sozialstaat betrifft, also dieser kleine Mann, bla bla, das ist irgendwie schnell abgeräumt. Aber was sie jetzt machen, also es werden einen Landesrat haben in Niederösterreich, der Flüchtlinge, nicht mal Flüchtlinge, sondern Asylwerber immer verfahren, die Quartiere nicht mehr verlassen lässt, wo mich Leute anrufen und sagen, sie kümmern sich seit 2015 um irgendwelche jungen Burschen aus Afghanistan, haben die in den Sportclub gebracht, die gehen Fußball spielen, die dürfen nicht mehr zum Fußballtraining gehen, weil sie eingesperrt sind in irgendeiner Gemeinde in Niederösterreich. Dass das einfach so durchgeht, finde ich eher das Erschreckende. Also nicht, was die FPÖ macht, weil das konnte man wissen. Wer es wissen wollte, konnte es wissen. Es gibt das Handbuch freiheitlicher Politik, das können Sie sich runterladen im Internet, da steht alles drinnen, was die FPÖ will. Da steht auch drinnen, die Frau Bock, die voriges Jahr verstorben ist, ist eine Verbrecherin und soll vor Gericht gestellt werden. Da steht alles drinnen. Das ist wirklich nichts Neues. Es hat auch Norbert Hofer im Wahlkampf, im Bundespräsidentschaftswahlkampf ganz klar gesagt, er ist gegen Integration. Er will nicht, dass Menschen sich integrieren, weil die sollen alle wieder gehen. Das kann man alles wissen. Was mich eher erschreckt, ist die Geschwindigkeit und dass wir alle so zuschauen. Also jetzt ist wieder eine Familie, wo ein ganzer Ort in Lienz demonstriert, Lichterketten macht, der Bischof, alle sagen, bitte, bitte lass die da bleiben, wir wollen haben, dass die hier bleiben, die sind lange hier, die sind gut integriert, keiner will, dass die gehen, die werden einfach abgeschoben und wir schauen zu. Das finde ich irgendwie das Interessante. Also gar nicht so dieses auf die FPÖ hinzeigen, weil also in den Sachen, auch was jetzt irgendwie die Gleichstellung Homosexueller betrifft, das hat die FPÖ noch nie wollen. Da waren sie waren sie früher vielleicht ruhiger. Seit Strache die Partei übernommen hat, ist einfach eine offene Homophobie, die auch kultiviert wird und die auch ausgesprochen wird. Da brauchen wir nicht überrascht tun. Aber dass die Gesellschaft da einfach so zuschaut. Das Gleiche ist auch beim Thema Musliminnen und Muslime. Die FPÖ hetzt seit 2006, begonnen hat das mit 2006, mit diesem Daham statt Islam und Bumerin statt Muezzin. Da wird einfach klar gehetzt gegen muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mittlerweile haben wir diese Diskussion im Kindergarten und in den Schulen. Das hat angefangen bei der letzten Gemeinderatswahl in Graz, da hat die FPÖ plakatiert und das auch noch in der Nähe von Schulen, ein Plakat mit dem Slogan Fremd in der eigenen Schule. Das heißt, da wurde begonnen, ganz gezielt schon die Kinder gegeneinander auszuspielen und da schauen wir als Gesellschaft zu, das finde ich eher das, was mich erschreckt. Ich meine, wir haben im letzten Panel, ich meine, das ist, die Diagnose ist natürlich richtig. Die historische Frage, die kulturanthropologische Frage ist, wieso schauen wir zu? Was sind die strukturellen, kulturellen, soziologischen Gründe, dass die Mobilisierung so enden wollend ist? Hast du eine Erklärung?
Hast du eine Erklärung? Naja, da sind wir bei dieser Macht-Ohnmacht-Frage, die im Mittelpunkt auch ein bisschen steht. Ne? Ich meine, es ist, Nina hat natürlich völlig recht. Ja? Also uns wird gewissermaßen nichts, also zumindest bei ganz vielen Themen wird uns nichts vorgemacht, bei einigen schon. Ja? Diese gleiche Debatte könnte man, oder hätte man, oder wissen wir alle, ist geführt worden, hätte man wissen können, was Hitler wollte und was die Nazis wollten, und hätten sie alle mal nachgelesen richtig, hätten sie es auch wissen können. Ne? Also wir reden ja auch ganz ähnlich drüber, ist auch interessant. Ne? Also hier wird uns wenig, es wird uns wenig vorgemacht, das ist ganz richtig. Es gibt offensichtlich aber auch ganz viele Normalisierungseffekte, je länger das dauert. Und ich glaube, alle verdrängen dann auch gerne, was so läuft, und denken sich, na, es wird schon nicht so schlimm. Es wird schon nicht so schlimm sein. Und wenn man gewissermaßen nochmal gewissermaßen für einen historischen Blick argumentieren sollte, ja, dann ist ja tatsächlich interessant, dass auch immer ganz viel ganz schnell vergessen wird. Also auch in diesen kurzen wenigen Jahren, die zurückliegen, eben solche Wahlkämpfe wie 2006 mit diesen Slogans, die immerhin von Herrn Kickl erfunden worden sind, und dennoch wird er dann immer vorgestellt wie ein Innenminister, der sich erstmal beweisen muss. Dabei wissen wir ja schon alles über Herrn Kickl und diese Leute, die dort jetzt sitzen, aber trotzdem wird immer so getan, als würde jetzt die erstmal eine Schonfrist ansetzen, man müsste ihnen erstmal Zeit geben zu zeigen, was sie so drauf haben. Ja, dabei kann man ja schon alles wissen. Also es ist auch interessant, wie viel immer vergessen und ausgeblendet wird, allein bei diesen ganz kurzen Zeiträumen. Ja, also wir reden ja jetzt hier eben nicht über die 30er Jahre oder so, sondern wir reden über Dinge, die in unserer Dekade oder am Ende der Dekade davor passiert sind, und selbst die werden schon systematisch auch gelegentlich ausgeblendet, oder niemand hat die mir dann mehr so richtig auf dem Schirm, und alle fragen sich, wer hat denn diese Slogans eigentlich gemacht? Ne? Also alle diese Leute sind ja auch in dem Sinne keine unbeschriebenen Blätter, obwohl sie so immer verkauft werden. Ne? Eine These, die ab und zu präsentiert wird, um im Grunde diese Fragen zu beantworten. Und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr glaubt, dass da was dran sein kann. Ich bin selber sehr unschlüssig. Ist, dass diese Teilnahmslosigkeit, diese Nicht-Mobilisierbarkeit und so weiter, dass das mit Digitalisierung zusammenhängt und der Individualisierung durchs Internet. Ich habe eine andere Theorie. Also ich bin, wie gesagt, Politologin und vor allem Journalistin. Ich bin auch keine Wirtschaftswissenschaftlerin. Aber ich glaube, weil es heißt ja sehr oft, das war das Jahr 2015, das alles so aus den Fugen gehoben hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es war das Jahr 2008, und ich glaube, dass sehr viel in dieser Wirtschaftskrise, die im September 2008, vor 10 Jahren, begann, liegt. Und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft heute so sind, wie wir sind, liegt sehr stark auch an diesem Siegeszug des Neoliberalismus, an dieser totalen Individualisierung unserer Gesellschaft. Da mag die Digitalisierung mit auch was bewirken. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund ist. Man könnte auch sagen, für mich ist die Digitalisierung einfach ein Werkzeug. Das kann ich so oder so nützen. Und ich kann ja auch sehr viel bewegen, auch durch soziale Medien. Das Problem ist natürlich, dass soziale Medien diesen extremen Rechten ein bisschen in die Hände spielen, weil dieses Empörende, also sagen, dass dieses schnell Aufgeregte sehr gut zu diesen Medien passt, besser als das, ich lehne mich mal zurück und denke nach, sondern ich hau gleich auf den Like- oder Daumen-runter-Button. Ich glaube aber trotzdem, dass wir uns viel stärker mit der Wirtschaftskrise beschäftigen müssen, und ich glaube, dass das auch in unserer Gesellschaft sehr vielen Menschen sehr viel Angst gemacht hat. Ich sehe da auch ein Versagen der nicht rechtsextremen Parteien im Erklären und im Lösungen anbieten. Also ich glaube, dass diese Wirtschaftskrise und dieses Gefühl des totalen Kontrollverlustes, und es war ja damals überhaupt nicht klar, wie entwickelt sich das, es haben Leute plötzlich irrsinnig viel Geld verloren, man wusste nicht, bin ich der Nächste, der dran ist, es wurde sehr viel an Kosten dieser Krise quasi verstaatlicht, das haben wir alle gestemmt mit unseren Steuergeldern,
denken wir an die Kurzarbeit, die sehr viele Jobs gerettet hat, aber was, sagen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1 Milliarde an Steuergeldern gekostet hat. Das muss ja wer zahlen. Gleichzeitig sind die Gewinne aber wieder sozusagen privatisiert worden. Und da hat sich wahnsinnig viel verschoben. Und wenn ich mir die Diskussionen heute anschaue, wenn ich mir die AOVA-Diskussion anschaue, also ich rechne damit, dass das nächstes heißen wird, ja, wer so blöd ist, in der Freizeit einen Sport zu machen, der soll dafür bitte zahlen. Wie komme ich dazu, dass ich, weil der Herr Müller lustig ist und mit dem Snowboard fährt, dann dessen Kosten übernehme? Das ist sein Privatvergnügen. Also sozusagen dieses Gegeneinander ausspielen, das wird noch zunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen, wenn sie weniger haben, sozialer werden. Also ich glaube nicht, weil es heißt, ich höre das jetzt auch oft irgendwie, endlich kriegen diese FPÖ-Wähler, die so blöd waren, die FPÖ zu wählen und selber Mindestsicherung beziehen, jetzt kriegen sie eine drauf, weil jetzt wird die Mindestsicherung gedeckelt, jetzt werden sie mal nachdenken. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Leute, wenn sie noch mehr kämpfen müssen ums Überleben, und das wird einfach der Fall sein, wenn man zum Beispiel sagt als Staat, eine Familie darf nur mehr oder eine Wohngemeinschaft darf nur mehr 1.500 Euro an Mindestsicherung beziehen, egal ob die Familie ein Kind hat oder 7 Kinder, leben sie mal in einer großen Familie von 1.500 Euro, das geht sich einfach nicht aus. Diese Leute werden noch mehr kämpfen und da wird man nicht netter. Also ich fürchte, dass wir eher in die Richtung gehen werden, dass wir quasi noch mehr gegeneinander und nicht mehr miteinander sein werden. Das war jetzt kein nettes Schlusswort. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann noch eine Kurve kriegen. Du beschreibst die Realität. Ich bin halt so ein Optimist von meiner Psyche. Aber ich sage auch nicht, dass das Ende sein muss. Ich meine, ich glaube, es gibt, also ich mache noch kurz den Bogen eher in was Positives. Natürlich gibt es Alternativen. Es gibt immer Alternativen. Nur braucht es dann auch andere Zukunftsbilder, dann braucht es auch irgendwie was, ein Bild, wo wir hinwollen. Man kann sagen, okay, das ist das, wo wir uns jetzt hinbewegen, aber was werden eine Alternative? Ich glaube auch nicht, dass die Menschen alle das so wollen. Ich glaube aber einfach, dass vielen die Idee fehlt und die Hoffnung fehlt. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine ordentliche Portion Hoffnung und ein Bild, das halt positiv ist. Ich meine, gehen wir zurück in die, ich weiß nicht, in die Kreisky-Zeit. Da haben die Leute ein Ziel gehabt. Aber wir können auch in die 20er Jahre zurückgehen. Die Leute, die damals auf die Straße gegangen sind und für ihre Rechte demonstriert haben, sei es irgendwie das Wahlrecht, sei es bessere Arbeitsbedingungen, die haben das ja gemacht, weil sie die Hoffnung hatten und die Überzeugung, es kann besser werden. Und die haben gekämpft für sich, aber auch für ihre Kinder, und für die nächste Generation, dass man eben nicht 12 Stunden in der Fabrik unversichert stehen muss. Und ich glaube, dass es da viel gibt. Also wenn es Perspektiven gibt, wenn es was gibt, woran man sich anhalten kann, ein positives Bild, dann glaube ich, werden Leute auch dafür zu motivieren. Ich glaube, ja. Ich wollte dich fragen, ob sozusagen Geschichte, die Ressourcen für solche Utopien, die Geschichte ich finde ja die Geschichte der Zukunft sehr spannend generell. Also diese Momente, wo eine affirmative Zukunft möglich wäre. Wir leben jetzt schon relativ lange in einer Zeit, wo das relativ absent ist, außer auf der extremen Rechten. Wobei ja auch dort die Zukunftsvisionen, die ja auch retro sind, vollkommen irrealistisch sind. Und das ist ja Teil des, was das Ganze so... Ja. Vielleicht nur ganz kurz zur Digitalisierung. Weiß gar nicht, mit wem ich gestern darüber geredet habe, mit Theresia oder mit irgendjemand anderem, weil wir alle auch den wunderbaren Ruth Beckermann-Film gesehen haben zu Waldheim. Also weil heute immer behauptet wird, dass diese digitalen Echokammern es möglich machen, Dinge zu sagen, die man früher nie sagen konnte. Also wenn man sich anschaut, was Menschen damals vor Kameras auf der Straße gesagt haben, das ist auch schon sehr, sehr extrem. Also natürlich verändert die Digitalisierung alles, sehr viele Rahmenbedingungen, aber vieles bleibt, glaube ich, auch gleich, was uns sehr unterschiedlich erscheint. Also aber so ist eben Geschichte, nichts wiederholt sich eins zu eins. Ja. Das ist für uns aber die Utopiefrage, ich meine, Utopie,
weiß nicht, ob das jetzt das Thema ist. Mir fällt jetzt nur eine Sache ein, weil ich gerade daran irgendwie so ein bisschen arbeite oder mich mit diesen Texten beschäftige, so um zurückzuspringen in die frühen 70er. Wir haben vorhin darüber geredet, Elisabeth Röhrlich hat das erwähnt, also Höhepunkt der Gastarbeiterzuwanderung, 73 dann Anwerbestopp im Rahmen der Ölkrise, der sogenannten. Da entsteht auch der ganze sozialwissenschaftliche Diskurs über Ausländer in der Gesellschaft. Und da wird das Ganze, also von Sozialwissenschaftlern, das ganze Problemset eigentlich erfunden und hergestellt, mit dem wir uns immer noch beschäftigen, Integration oder nicht. Und wie macht man das und woran liest man das ab? Und wollen die wieder gehen oder wollen die in Wirklichkeit bleiben und so weiter? Ja, das ist ja auch das sind ja Probleme, die von Sozialwissenschaftlern damals konstruiert werden. Und das ist sehr interessant, wenn man diese frühen Studien aus den frühen 70ern in Österreich liest. Die Österreicher damals haben die Schweiz vor Augen, Schwarzenbach, die Schwarzenbach-Initiative, also eine der ersten wirklich fremdenfeindlichen Volksabstimmungen in der Schweiz, wo es auch darum geht, die Zahl der Ausländer im Land auf 10% zu deckeln. Und in diesen frühen Studien wird dann behauptet, also sowas kann in Österreich nie passieren. Die Österreicher, vor allem die Wiener, um jetzt nochmal über Wien zu reden, die haben ja vor Augen diese wunderbare historische Integration während der späten Habsburger Zeit. Also das heißt, Österreicher sind es irgendwie gewöhnt, Menschen zu integrieren, da gibt es gute Beispiele, da sind wir dann wieder beim Kollerich-Plakat gewissermaßen und bei diesen Witzen, wenn man das Wiener Telefonbuch liest etc. Also das sind diese Bezugnahmen und im Hinblick darauf wird gesagt, also es kann keine negative fremdenfeindliche Entwicklung geben und schon gar nicht dann, wenn alle Parteien, Medien, großen Institutionen und Organisationen daran arbeiten, dass das eben nicht passiert. Ups. Ja? Ups, genau. Und also das ist natürlich ganz spannend. Also das ist gewissermaßen the past future Anfang der 70er. Ne? Die haben eben schon in anderen Ländern, Schweiz beginnt ja früher mit der Anwerbung, haben also schon so fremdenfeindliche Debatten vor Augen und denken sich, okay, wie ist jetzt die vermutliche Entwicklung in Österreich? Ne? Sozialwissenschaftler, keine Historiker eben. Ne? Also Sozialwissenschaftler, die auch irgendwie projizieren wollen, wie geht es weiter und was müssen wir dagegen tun? Und klar, und für den ist irgendwie klar, wenn alle in der Gesellschaft guten Willens sind und mitziehen, dann kriegt man das schon hin. Ja? Und genau das ist natürlich, glaube ich, der springende Punkt. Ne? Und wenn wir dann eben uns die Bankenkrise anschauen, ich meine, das können wir ja früher diskutieren, schon in den 90ern etc. Aber wenn wir es eben jetzt dann umlegen auf diese letzte Dekade, 2008, Bankenkrise und dann natürlich 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, und das zusammen und wenn dann gewissermaßen nicht alle mitspielen, sondern Kleingeld draus zu münzen versuchen, dann funktioniert es natürlich nicht. So. Du sprichst dann, das war für mich das letzte große Thema, das ich anreiße, du hast das gerade erwähnt, weil, also wenn wir über die gegenwärtige Gesellschaft, wenn darüber gesprochen wird in verschiedenen Medien, ob das jetzt in Wien ist oder in Österreich, ist es immer das Flüchtlingsproblem, die Flüchtlingskrise. Und ich meine, ich werde jetzt wirklich versuchen, dass wir irgendwie auf irgendwas Hoffnungsvollem enden. Ja, aber ich möchte vor allem deine Einschätzung, weil auch du hast ja auch journalistisch teilweise begleitet. Also es gibt die Hetzer, das wissen wir alles. Aber ihr habt uns doch gezeigt, also ihr Journalisten, dass es da wirklich ein anderes Österreich gibt, das erstaunlich offen, hilfsbereit, vor allem auch teilweise in genau wie du es vorher erwähnt hast, in kleinen Dörfern, in kleinen Städten und so weiter. Wenn man auf der Metaebene, ich meine, mich fragen Kollegen aus Amerika, wie geht Wien mit den Flüchtlingen um? Und ich meine, die rein objektive Antwort ist herausragend eigentlich. Also jetzt mit all den Problemen. Was ist deine Einschätzung? Ich habe vor 2 Wochen in Berlin diskutiert und da war am Podium auch die Sprachwissenschaftlerin Wehling, die ich für sehr klug halte und sehr toll. Und die hat zum Beispiel gleich mal gesagt, warum redet ihr immer von der Flüchtlingskrise? Nicht die Flüchtlinge sind die Krise. Und ich habe dann gesagt, ja, aber was sollen wir machen? Und sie hat gesagt, wie wäre es mit Fluchtkrise?
Das ist das Problem. Die Flucht ist das Problem und nicht die Menschen, die geflüchtet sind. Wie schaut es aus? Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, überraschend gut. Und es ist wieder vergleichbar ein bisschen mit den 90er Jahren, als wir auch damals die vielen Menschen, die aus Bosnien zu uns geflüchtet sind oder aus dem ehemaligen Jugoslawien, damals hat es auch geheißen, das wird alles nichts. Wenn man sich die Kronenzeitung, da gab es noch den Stabal, da war es auch so, als würde die Welt untergehen. Also man hat wieder dasselbe, irgendwie wiederholt sich das halt immer. Es gibt die, die raunzen und es gibt die, die anpacken, würde ich mal sagen. Und wir haben ja auch 2015 gesehen, es gab wahnsinnig viele, die anpacken. Und dann war das Jahr 2016, das war auch mal so eine Zäsur mit Van der Bellen-Wahl. Das ist ja auch was, was irgendwie in diesem Jahrzehnt doch was Überraschendes war und was auch ein anderes Österreich gezeigt hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass es danach hieß, dieses Land ist so zerrissen. Es ist so gespalten in die, die sagen, alle furchtbar, alle rausschmeißen und die, die sagen, Grenzen auf, alle rein, alles super und es geht ein Riss durchs Land. Sora hat damals eine sehr, sehr interessante Studie gemacht, wo das Ergebnis war, die Zahl der Österreicherinnen und Österreicher, die meinen, Grenzen dicht, nie wieder wen reinlassen, ist so. Die Zahl, die sagen, ja, alle reinlassen, Grenzen auf, no border, no nation, ist auch so. Und in der Mitte gibt es ganz, ganz viele, und das ist die Mehrheit, die sagen, ja, wir wollen helfen, ja, wir finden, dass Menschen, die vor Krieg und Folter fliehen, Schutz brauchen, aber wir fürchten uns gleichzeitig auch, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das heißt, der überwiegende Teil der Menschen in Österreich hat sozusagen zwei Seelen in seiner Brust und die Frage ist, welche verstärkt man? Und da sehe ich auch durchaus etwas, was die Regierung vor dieser Regierung und auch noch Faymann einfach sozusagen zu wenig gemacht haben, einfach zu sagen, danke, ihr seid super und wir zeigen mal, wie toll wir sind. Wir haben diskutiert, ich kann mich erinnern, wie hieß das, Türdel mit Seitenteilen? Also wir bauen keine Mauer und wir bauen keinen Zaun, wir bauen ein Türdel mit Seitenteilen, wo die Leute, oder Notstandsgesetz. Dann haben wir plötzlich, hat diese Regierung diskutiert, dass wir ein Notstandsgesetz brauchen. Was gebe ich den Menschen dafür Bilder in den Kopf? Was kommt nach dem Notstand, der Krieg? Und das, glaube ich, hat auch sehr, das sehr leicht gemacht, dann auch diesen rechtsextremen Propaganda-Hetz-Seiten im Internet das Gefühl zu geben, das ist total gefährlich. Und wenn man dann eine Partei hat, wo der Parteichef beginnt, von einem drohenden Bürgerkrieg zu reden, in einem Land, das das sicherste ist, irgendwie, in dem man leben kann, das das beste Sozialsystem hat, muss man sagen, natürlich kann immer alles besser sein, aber irgendwie da aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, da droht der Bürgerkrieg, ist einfach absurd. Aber es ist leider so, wenn Sie Leuten Angst machen wollen, wenn Sie Leuten falsche Dinge in den Kopf setzen wollen, dann brauchen Sie es nur sehr, sehr oft wiederholen. Weißt du, was ich mir jetzt gerade gedacht habe? Ich glaube, das geht jetzt in Richtung einem Ende und einem affirmativen Ende. Ich glaube, wir verbringen irrsinnig viel Zeit damit, uns den Kopf zu zerbrechen und zu verstehen, warum ZB die FPÖ tut, was sie tut und wie sie es tut. Und das ist wichtig. Und ich glaube, wir sollten mehr Zeit, vielleicht nicht Stadt, aber auch damit verbringen, und du hast Sprachwissenschaft erwähnt, und das ist, da komme ich jetzt mit einem amerikanischen Beispiel, Diskurse zu, nicht nur einzufordern, zu schaffen, die Realität anders konstruiert. Was ja wirklich angewandte Geisteswissenschaft ist, nichts anderes. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel, das ich hautnah erlebt habe und das eigentlich unfassbar ist für mich, also auch als Historiker. Ich bin 1990 in die USA gegangen und damals die Diskussion über schwule Ehe, es gab diese Diskussion überhaupt nicht. Ich erinnere mich, 1993 gab es die erste Initiative aufgrund eines Gerichtsfalls in Hawaii. Und da gab es den ersten Versuch, irgendwie einen Aktivismus auf dieser, so eine klassische Frage von Gleichstellung aufzubauen. Die Zahlen waren, und also da gibt es dann die ersten sozialwissenschaftlichen Abfragen. Also die Frage, sind Sie dafür, are you for gay marriage? 85% dagegen, 87% dagegen. Also es war unglaublich. Und das hat sich in den Laufe der 90er ein bisschen verbessert, aber nicht schlagartig. Der Moment, als es gekippt ist,
war ein Moment, und ich müsste es ja recherchieren, also da muss es einen Moment gegeben haben, wo jemand etwas vorgeschlagen hat oder eine Gruppe was vorgeschlagen, weil die Sprachregelung hat sich vollkommen geändert, ungefähr um das Jahr 2000, ein bisschen später. Und man ist abgekommen in der Bewegung, Gay Marriage zu fordern und hat Marriage Equality gefordert. Und der Moment, wo die Frage war, are you for gay marriage? Die Frage war weiterhin negativ, aber der Moment, wo man begonnen hat abzufragen, are you for marriage equality? Die Zahlen sind total in die andere Richtung gegangen. Barack Obama, nur zur Erinnerung, das muss man sich vorstellen, 2008, war offiziell, seine offizielle Position war gegen gay marriage, weil realpolitisch die Zahlen damals noch so überwältigend waren, dass die Strategen, David Axelrod und die anderen einfach gesagt haben, du kannst nicht pro-gay marriage sein, das geht nicht. Obwohl Barack Obama als junger Politiker öffentlich gesagt hat, er ist dafür, er hat seine Position gewandelt. Und dann kam dieses Marriage Equality. Und es gibt wahrscheinlich andere Beispiele für solche Sachen, aber ich glaube, wir sollten... Aber ist das auch gleich im Flüchtlingsbereich? Also ich finde, wir sollten auch nicht mehr darüber diskutieren, dürfen die jetzt hier sein, die sind da und die leben jetzt hier. Und die Frage ist, wie leben wir gemeinsam? Und dann, also genau. Und was wir uns, glaube ich, gemeinsam überlegen sollten, ich glaube, wir sind da alle gefordert, sind diese neuen Sprachregelungen nicht nur zu finden, sondern sie auch zu mobilisieren und dann im Endeffekt durchzusetzen. Aber ich glaube, es bringt uns am Ende, sind wir schon am Ende, auch nochmal zurück zu dieser Insel der Glückseligen-Debatte, die ja immer zu führen ist, oder? Also eben darum habe ich ja vorhin auch sogenannte Flüchtlingskrise gesagt, weil Absolut. Die Europäer eben die Flüchtlingskrise als solche erst wahrgenommen haben, als die Flüchtlinge in Europa angekommen sind. Aber dass ohnehin schon mal 60 Millionen, glaube ich, auf der Flucht sind weltweit und die Türkei 3 Millionen aufgenommen hatte vorher und jährlich einige Tausende im Mittelalter trunken sind, hat ja niemanden interessiert in Europa. Bis dann natürlich, auch das vielleicht ein Datum, was man erwähnen muss, Parndorf. Ende August 2015, ne? Also wo dieser Lastwagen gefunden wurde mit, glaube ich, 71 erstickten Flüchtlingen auf der österreichischen Autobahn, das ein bisschen gewendet hat und dann wurde es plötzlich ernst und kurz danach ist ja dann auch die Grenzöffnung etc. Das heißt also, wie in allen Jahrzehnten vorher, können wir natürlich Österreich auch immer weniger von der internationalen Entwicklung abkoppeln. Absolut. Und die Annahme, dass wenn in der Welt irgendwas nicht gut läuft und in dieser Welt läuft einiges nicht gut, dass Österreich davon verschont bleibt, weil man eine Mauer oder eine Tür mit Seitenteilen oder was auch immer drumherum baut, ist natürlich einigermaßen absurd. Und ich glaube, genau wie ihr jetzt auch gesagt habt, das Entscheidende ist, das Fatale ist, dass trotzdem von der Politik die ganze Zeit so getan wird, als könnte man noch Programme für eine ethnisch homogene Zukunft machen, statt einfach darüber nachzudenken, wie wir eben den Ist-Zustand, der nun mal so ist, wie er ist, am besten in der Gesellschaft organisieren. Und ich glaube, das ist das wirklich, darum wäre ich jetzt leider, sorry, am Ende doch etwas pessimistisch wieder. Wir können es eben nicht abkoppeln von der weltweiten Entwicklung und mit dieser Politik wird darauf keine Antwort gefunden, sondern es werden nur Scheinantworten gegeben, die Menschen kurzzeitig beruhigen, aber das Problem ja am Köcheln halten. Das ist ja eigentlich auch das Interesse dieser Politik, statt über wirkliche Gestaltung des Ist-Zustandes zu reden. Nina, du kriegst als Nicht-Historikerin das Schlusswort zu 100 Jahren Republiksgeschichte. Das ist aber eine Auflage. Ja, ich bin sicher so optimistisch wie du. Also ich bin ja tendenziell, auch wenn es vielleicht heute nicht so geklungen hat, auch ein sehr optimistischer Mensch und es stimmt, was wäre die FPÖ ohne Sündenböcke? Das heißt, das stimmt schon, dass die, also es hat ja auch eine innere Logik, dass man als FPÖ-Politiker sagt, man ist gegen Integration, weil wenn Integration gut funktioniert, wenn das Zusammenleben harmonisch ist, dann kann die FPÖ zusammenpacken und nach Hause gehen und das wollen sie ja nicht. Deswegen denke ich aber auch, wir haben vielleicht im vergangenen Jahrzehnt auch ein bisschen den Fehler gemacht, immer zu schauen, was die bösen anderen tun und eben darüber sehr viel diskutiert, heute auch wieder. Man kann eh nur sagen, dann geht doch raus und macht es besser und wenn man nicht zufrieden ist, wie die Welt ist, dann muss man sie ändern. Und Punkt. Karl Marx, 11. These. Wir machen keine Fragen, wir beenden einfach, aber wir können alle hier noch ein bisschen bleiben und
Willst du was sagen zum Schluss? Ja, ich würde jetzt gerne etwas sagen, weil ich vielleicht bin ich der Einzige außer dir, der jetzt hier 10 Stunden gestern und heute gesessen ist. Ansonsten, nein, stimmt, die Kollegin, 2, 3 andere auch noch, genau. Okay, einige auch. Okay, anyway, auf jeden Fall, ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Idee hattest. Das ist ja wirklich, also ich habe irre viel in diesen Stunden vorher gelernt. Das ist ein super Format gewesen. Wir haben ja auch kurz diskutiert, ist es überhaupt sinnvoll, das so zu machen? Sind die Schnitte gut gesetzt? Kann man das einfach so schematisch alle 10 Jahre und so weiter? Also, ich finde, das hat sich ausgezahlt. Das war immer wirklich sehr spannend. Ich finde, ihr habt super Objekte dazu gesucht und ich glaube, das waren wirklich 10 Stunden, wo man viel über die österreichische Geschichte lernen konnte und dafür gebührt dir auch Dank, dass du dieses Format hier... Sehr gerne. Danke. Danke, Dirk, für all deine Hilfe und auch allen anderen, die geholfen haben. Elisabeth Heimann hat irrsinnig viel gemacht, die Denise hat das gemacht, unsere Ausstellungsproduktion. Vielen, vielen Dank fürs Ausharren. Diese optimistische Note gefällt mir. Und man kann, genauso wie man neue Diskurse erfinden kann, kann man neue Formate erfinden und wir werden das weiter tun. Kommen Sie gut nach Hause. Danke.